Hallo, bitte hört uns kurz zu. Wir sprechen über das Thema Umwelt. Früher war die Natur schön und gesund. Wir Menschen vermüllen und verschmutzen die Umwelt mehr und mehr. Tiere und Pflanzen leiden. Durch unsere Gier müssen Tiere grundlos sterben. Statt fossiler Energie müssen wir auf erneuerbare Energie umsteigen. Sonne, Wind und Wasser helfen uns. Wir müssen weniger Plastik kaufen und nachhaltiger leben. Heute gehe ich noch einmal eine Runde spazieren und sammle Müll ein. Wir wollen in einer gesunden Welt leben. Never too small to make a difference. Es liegt viel zu viel Müll und Plastik in der Natur, auch im Meer. Aus kleinen Transportschiffen werden große Tanker. Aus einem Flugzeug werden Hunderte und geben giftige Abgase in die Umwelt ab. Jeder einzelne von uns muss täglich immer auf das Klima, auf die Natur, auf die Gewässer, auf die Luft und auf die ganze Welt achten. Wir freuen uns darauf, wenn es wieder mehr grüne Flächen gibt. Wir freuen uns auf eine gesunde Erde. Es werden immer mehr Häuser gebaut. Die Welt wird von Autos vergast. Deswegen sollte man weniger Auto fahren. Am besten gar nicht. Flugzeuge schaden auch der Umwelt, wegen den Gasstoffen. Wälder werden verbrannt. Deswegen haben Tiere keinen Lebensraum mehr. Wir müssen die Welt wieder regenerieren, damit Tiere, Pflanzen und wir Menschen weiterleben können. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Ich kaufe nichts mehr ein, was der Umwelt schadet. Save the planet. Save the planet. Der Welt ging es mal gut, bis die Menschen anfingen, die Umwelt zu verschmutzen. Wir bitten euch, so muss die Welt nicht enden. Hört auf, die Meere zu verschmutzen mit Müll und großen Schiffen. Hört auf, den Müll in die Meere zu werfen und recycelt ihn stattdessen anständig. Wir glauben daran, dass wir es schaffen, gemeinsam. Jedes Jahr werden mehrere Millionen CO2-Emissionen in die Luft übertragen durch Autos und Fahrzeuge. Auch mit dem Müll haben wir große Probleme. Jährlich kommen 4,8 bis 12,7 Millionen Kilogramm Plastikmüll ins Meer. Wir wollen weniger Plastik im Meer und das Meer mit dem Rad gefahren wird und weniger mit den Autos. Save the planet! Die Luft wird verschmutzt und so viele Wälder werden gerodet und verbrannt. Der CO2-Ausstoß muss verringert werden. Das Roden der Wälder muss gestoppt werden. Der CO2-Ausstoß muss endlich verringert werden. Die Inkompetenz der Politiker und Politikerinnen sollte endlich gestoppt werden. Dies wird nicht einfach, also sollten wir alles in die Hand nehmen und es verändern. Jede und jeder von uns kann was tun. Diesen Sommer werde ich noch einen Baum pflanzen. Warum haben Sie unsere Bäume gefällt? Weil wir Hotels bauen. Für was brauchen wir jetzt Hotels? Damit die Leute auf die Natur schauen können. Aber ich finde das nicht gut. Es haben schon viele Leute reserviert, die zahlen sagen was anderes. Aber für was brauchen Sie jetzt noch einen künstlichen Baum? Hier ist keine Natur mehr, wir brauchen Plastikbäume. Sie sind doch ein Trottel. Die Menschen zerstörten mit der Zeit immer mehr die Natur. Statt den Tieren stand plötzlich ein Supermarkt in der Natur. Und immer baute man noch mehr und mehr Häuser. Auch auf den Bergen wurden mit der Zeit Häuser gebaut. Hört auf, alles zuzubauen und zu zerstören. Wenn ein Boden einmal versiegelt ist, weil ein Haus drauf gebaut wurde, braucht es Jahrzehnte, bis man wieder etwas auf dem Boden pflanzen kann. Wir wollen nicht im Dreck leben. Eine gesunde Erde ist uns wichtig. Save the planet! Never too small to make a difference!